Ah, hier gibt es Munition. Okay, wir haben aber alles Inventory full. Das haben wir beim letzten Mal ja schon gehabt. Gut, dann haben wir die Seite auch abgeklappert. Dann würde ich jetzt einfach mal rübergehen. Boah, wie groß kann denn der Zug werden, wenn die Station so riesig ist? Uff. Hey, Scrap Metal, Holz und Fett. Nice. Nehme ich alles mit. So. Erst oben, würde ich sagen, und dann gehen wir nach unten. So, nächste Gebäude mit gehender Leere. Ah, es ist alles ganz toll. Schade, ich würde echt gerne so Tagebücher lesen. Das wäre noch ganz cool. Gut, es ist ja noch nicht auf Deutsch. Es wäre gut, verstehe ich wahrscheinlich so ein bisschen Deutsch zeitmäßig. Es geht ja darum, ne? Wir sind ja da geflohen. Und, aber es werden wahrscheinlich, die Texte werden wahrscheinlich auf Deutsch kommen. So, wo geht's denn hier hin? Ah, hier gehen wir nach unten, ne? Ja? Hallo, wo geht's hier lang? Ach so, okay. Dann wissen wir auch, wo es hier lang geht. Finde ich irgendwie voll geil. Ich mag das Setting. So, dieses, ja, Steampunk kann man nicht sagen. So Nazi-Regime-mäßige mit so ein bisschen Oldschool oder so industriell. So ein bisschen so Wolfenstein-mäßig, weißt du? Finde ich irgendwie ganz fett. So das hier auch, Alter, wie geil das einfach aussieht. Das ist schon geil. So, hier kommen wir wieder nach oben. Finger nach oben und man wird dich loben. Feuerlöscher da lang, okay. Ich frage mich nur, was die hier machen immer. Oh, ich will dieses Chemikalienzeug nicht haben. Davon haben wir so viel. Ich glaube, ich werde das gleich einfach wegschmeißen. Kommen wir da oben hin? Weiß nicht, ob es eine Tür war, was ich da gerade gesehen habe. Ach nein, schon wieder. Also mittlerweile kann man sich an den Stationen echt verlaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, sind wir jetzt irgendwie ziemlich mittig? Ich glaube, ja, wir sind, glaube ich, ziemlich zentral. Jetzt gehe ich erstmal... Oh, da ist eine Kiste. Hier ist... Okay, jetzt Munition, brauche ich gar nicht gucken. Wir haben eh voll. Wo ging denn die eine Treppe hin, sag mal? Geht die nach hier? Achso, das brauchen wir nicht sammeln. Ich weiß nicht, warum ich es immer wieder probiere. Es tut mir leid. Oh, wir sind oben. Nice. Ich weiß nicht, warum ich es immer wieder probiere. Ich glaube, es wird nie was drin sein in diesen Spinden. In der ganzen Spielzeit, wo ich das spielen werde, wird da wahrscheinlich nie was drin sein. Also, ich weiß auch nicht. So. Hier ist, glaube ich, die Treppe, die nach oben führte, ne? Ja, okay, alles klar. Die führte also hier quasi nach oben. Habe ich doch richtig gesehen, dass das eine Tür war, ne? Oder? Ja. So. Jetzt die Frage. Erstmal unten weiter. Das ist eine Munitionskiste. Ja. Kann ich da noch irgendwas mitnehmen? Ah ja. Irgendwie Sprengfalle oder so. Oder irgendwie, Geschossspitzen? Nein. Für Dings. Für, ich glaube, Raketenwerfer ist es, ne? Special Ammo heißt es. Ist so ein Explosionsgeschoss drauf. Wahrscheinlich irgendwie Raketenwerfer oder so ein Kram. So. Wir dürfen auf jeden Fall nichts vergessen. Wie voll ist denn unser Inventar? Ach, das geht ja noch. Das hält sich ja doch noch in Grenzen. Ist irgendwie schon ganz geil, dieser industrielle Style, muss ich sagen. Es hat irgendwie was. So, Gleis A6, nee, Gebäude A6. So, da geht's nur rüber. Ich will trotzdem einmal gucken. Weil nicht, dass wir da irgendwie was verpassen. Okay, ich glaube, hier waren wir schon. Genau, hier sind wir rausgekommen. Alles klar, dann gehen wir hier wieder runter. So, das heißt, den rechten Bereich haben wir soweit abgeklappert. Ich würde jetzt erstmal hier weiter anfangen. Was wir hier so finden. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas ausbauen können. Oh, der schöne Velourteppich hier. Das ist ja ein Traum. Warum mache ich das eigentlich noch? Nur weil er Interact steht? Ich lasse das. Ich mache die Spinne nicht mehr offen.
tut mir leid. So, haben wir noch Special Ammo? Nein. Hier ist noch ein Holzdings am Liegen. Pick up. Nein, es ist... Oh, da ist Wood da hinten hinter geflogen, hinter der Wand. Das ist ja ungünstig gewesen, aber wir haben es bekommen. Beehrt die... Feiligkeitskabelnet. Vergesst die Verteilerkabel nicht? Kann das das bedeuten? Void Wars, Episode 3. Der Zachte. Das ist halt... Poster sind echt geil. Muss man sagen. Hat schon irgendwie was. Vorsicht, Stufe. Geil wäre jetzt gewesen, wenn er runtergefallen wäre. So, Holz. Oh nein. Ich will doch keine Chemikalie sammeln. Aber der Lootfinger, der macht das immer mit mir. Komisch, dass die Gegner keine Sachen droppen oder so. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Rüstung. Weil bevor wir zum nächsten... Das ist das A und O. Bevor wir zum nächsten Bahnhof kommen, brauchen wir definitiv Rüstung. So, da war ja nichts, ne? Keine Special Ammo. Und hier können wir immer noch nichts kaufen, ne? Not enough Tokens. Kriegen wir diese Tokens nur her, frage ich mich schon die ganze Zeit. Oh, waren wir hier schon? Oh, Scrap Metal und sogar Raw Meat. Das finde ich sehr schön. Und ich nehme wieder Dings mit. Das ist ja toll hier. Das ist ja richtig gemütlich. Mm. Oh ja, dieser Grau in Grau. Das ist, vor allem, die haben noch nie Sonnenlicht hier, oder? Da wird man doch mürbe irgendwann. Das ist mit dem Poster, ne? Okay. Da wird man doch irgendwann bekloppt. Gut, jetzt können wir noch hier einmal gucken. Aber ich glaube, dann haben wir soweit alles abgeklappert. Ja, da geht's ja nur nach drüben. Puh, dann, ja. Oder sind diese Dinger hier dafür da, um was wegzuschmeißen, wenn man zu viel hat? Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. This resources in this box will not be saved if you leave the depot without picking them up. Oder kriegt man nachher so viele Sachen, bevor man... Ah ja, Rucksack können wir ja auch bauen, ne? Oh, warte mal. Lass mich mal eben einlagern. Holz. Scrap Metal. So, jetzt haben wir hier alles voll mit Scrap Metal. Oh, Alter, diese grünen Kackdinger, ne? Fett haben wir auch irgendwo. Hier. So, dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Was wollte ich gesagt haben? Wir konnten Armory Create. Da weiß ich auch noch nicht, wie das funktioniert, das Ganze hier. DPS. Ich glaube, hier stellt man auch Waffen her. Change. Ein Old Friend. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hier. Weiß nicht, ob wir es noch erklärt kriegen. Mal gucken. Workbench, genau. So, wir können ein Backpack bauen. Dazu brauchen wir zweimal Leder. Zwei Schrauben, zwei Holz, zwei Kupferdraht. Zweimal Leder. Wir haben viermal Leder. Das könnten wir bauen. Das kriegen wir hin. Oh, sechsmal Scrap Metal. Alter. So langsam wird schon wieder kritisch mit den Kisten. Ich würde einmal gucken, was der Zugbilder sagt. Was können wir denn da... Können wir da irgendwas jetzt mehr machen? Bild im Modul? Was heißt denn Bild im Modul? Ach so. Genau, Braid, Transmission und so. Okay, alles klar. Plattform Limit Researched. Upgrade, not enough resources. Okay, wir können aber noch nicht... Also, können aber noch nicht irgendwie Wände bauen oder so ein Kram. Jetzt die Frage, was brauchen wir für unsere Schutzkleidung? Nee, wir brauchen die Panzerung, ne? Warte mal, wir haben sogar die Panzerung noch, fällt mir gerade ein. Wir haben noch zwei gebaut, ne? Wo war die? War die hier? Hier.
Use. Ja! Okay, müssen wir den Kopf behalten. Wir müssen diese Platten nur noch bauen. Den Anzug haben wir ja dafür. Genau. Jetzt würde ich einmal den Rucksack bauen. Sprich, wir brauchen erstmal im Ofen Feuer. Was können wir denn hier reinkippen? Sterilisierer bringt zweimal Feuer. Und Woody und Studry Wood. Ich weiß gar nicht, wie man Studry Wood herstellt. Den Sterilisierer, den habe ich, glaube ich. Den würde ich mal ausprobieren. Der war, glaube ich, auch hier drin, ne? Ja. Die Ringe nehme ich mal mit. Und wir brauchen Scrap Metal, ne? Haben wir Scrap Metal? Wir haben Scrap Metal. Wir brauchen aber Kupferdraht. Zweimal war das, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen hiervon zwei. Ja, der Sterilisierer hält auf jeden Fall länger. Glaube ich zumindest. Kriegt er zwei Barren hin? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, dass der zwei Barren hinbekommt. Nee. Es war so klar. Okay, boah, Alter. Wood wird aber echt, glaube ich, ätzend. Also Holz wird, glaube ich, echt ätzend. Gut, unser kleiner Fridolin sammelt ja, ne? Haben wir schon zwei? Ne, wir haben sogar drei. Ach, guck mal an. So, dann kann der mal Barren herstellen. Mach ruhig mal drei Stück. Währenddessen mache ich mal eben an der Workbench zweimal. Brauchen wir zwei? Jetzt muss ich erstmal gucken. Vorsichtshalber einmal nachgucken. Ach nee, ich bin so doof. Ich wollte doch Dings machen. Ich wollte doch, was wollte ich jetzt nochmal? Den Rucksack. Entschuldigung, ich bin so durch. Zweimal, genau, zweimal Kupferdraht, zweimal Schrauben. Zweimal Kupferdraht. Kann ich hier die Barren mitnehmen? Stell nochmal bitte, obwohl, naja, warte mal. Haben wir genug? So, mal gucken. Zweimal Schrauben. So, was brauchen wir noch dafür? Waren das noch? Holz brauchen wir, glaube ich, ne? Holz haben wir, glaube ich. So, zweimal Leder. Wir haben alles. Oh, geil. Größeren Rucksack. Ja, Mann. Größeren Big Pack. Backpack. Big Pack, wollte ich schon sagen. Ja. Aber wir haben auch kein Leder mehr dann. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Leder demnächst farmen. Create. Geil. Das feiere ich ja, ne? Das feiere ich ja. Das dauert ein bisschen. Wird tatsächlich trotzdem noch mal ein bisschen barren, weil dann können wir vielleicht die Kisten noch mal herstellen. Warte mal, wir haben noch drei Holz. Ich glaube, im Ofen ist auch noch ein bisschen was. Ich würde den mal abreißen. Warte mal. Wir können es ja, glaube ich, gerade machen, ne? Weil ich würde den gerne woanders platzieren. Hier so hin. Rotate. Mit R. Ist, glaube ich, ganz gut. Fridolin, Ruhe. Ich bin am Dings. So. Dann packen wir hier drei rein. Und dann machen wir hier nochmal vier Stück. Oh, Simple Backpack. 0 von 1. Was ist denn das? While equipped, heavy item slot. Was? Wie heavy item slot? Was ist denn das jetzt? Habe ich jetzt nicht mehr? Wieso steht da 0 von 1? Was heißt denn jetzt heavy item slot? Habe ich den nicht am Rücken? Da steht nur Simple Backpack. Was macht der? Was macht der denn? 0 von 1. Oder nimmt der automatisch dann mehr auf? Was ich jetzt quasi.
So, viel haben wir denn noch? Zwei Wut haben wir noch. Da haben wir auch noch ein bisschen Wut. Ich würde noch mal... Und einen Barren, ne? Kriegen wir noch einen hergestellt? Ich fülle mal auf. Das gefällt mir schon besser, dass da auf jeden Fall jetzt da Ofen und alles hier ist. Das wirkt auf jeden Fall schon ein bisschen sortierter, ne? Muss man einfach sagen. Kiste. Warte, hold. Buch. Einmal bitte das Buch öffnen. Kiste. Ja. Ich würde die gerne stacken. Ich würde gerne mehrere machen. Also übereinander oder so. Okay, pass auf, da machen wir noch hier eine hin. So, jeden Platz auskosten. Wir können zwei herstellen, also stellen wir auch zwei her. Nein, können wir nicht. Hä? Zwei Barren fehlen. Really? Wir haben kein Holz mehr, ne, oder? Doch, haben wir. Komm, ganz ehrlich. Das gönne ich mir jetzt. Change. So, mach mal hier drei rein. Stell mal eben her. Was? Ja, Scrap Metal und Wood. Also Fridolin ist richtig geil. Muss ich einfach sagen. Fridolin ist der Beste. So, Scrap Metal. Die sind ja voll, ne? Genau. Und Wood. Packe ich auch direkt wieder rein. Dieses grüne Zeug, ne? Beziehungsweise, nee, warte mal. Wood brauchen wir ja. Wood brauchen wir ja. So. Nice. Okay. Das heißt also, wir haben hier noch eine Kiste. Hier können wir zum Beispiel mal die Barren reinpacken, erstmal vorsichtshalber. Die Schnitzel würde ich mal immer eben brutzeln. Take, change. Hier unten machen wir mal direkt drei Stück. Mmh. Oh, ist das lecker! Fridolin ist, glaube ich, müde. Ah, hier haben wir ja auch noch was zu essen drin, ne? Können wir mal essen eben. Und hier hatte ich, glaube ich, Trinken, ne? Ich würde mal Trinken auch herstellen. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Garten funktioniert. Ach ja, doch. Wir brauchen Seeds dafür. Seeds haben wir ja noch nicht. Juhu. So. Trinken bitte. Viermal trinken bitte. Weil es bringt ja doch mehr, als wie einfach nur diese Tropfen immer die ganze Zeit zu trinken, ne? Jetzt so langsam kommt das Essen und Trinken, ne? Dass man so ein bisschen so unachtsam wird, kann man sagen. So, Essen. Pack ich mal da rein. Das können wir auch nochmal kochen. Falls wir noch Holz haben, aber wir haben noch ein bisschen Holz. Das Trinken. Pack ich mal da rein. So. Ja, Holz, ich weiß. I know. Durch die zwei da rein. Ob wir davon noch ein bisschen was kochen können? Ich bin mir nicht sicher. Kriegt der beide fertig? Sollen wir mal schauen. Schauen wir einfach mal. So. Dann warten wir das nochmal eben ab. Haben wir soweit alles... So, das kann da rein. Ja, das dürfte klappen, glaube ich. Da bleibt noch ein bisschen Restholz übrig im Ofen. Das ist ganz gut. Ist auch schön warm hier. Also, ne? So, danke. Und da rein. Können wir auch einmal trinken? Use. Oder beziehungsweise, ja, machen wir zweimal. So. Essen. Das Essen kriegen wir bestimmt nicht mehr hin, ne? Das wird nicht reichen. Und wir haben nicht mehr genug Holz, ne? Wir haben... Ja, nur noch 5 Holz. Ja, das Holz ist echt eine seltene Ressource hier. Muss ich echt mal sagen.
versuchen wir die anderen auch nochmal eben reinzuschmeißen. Aber ich finde gut, dass Fridolin zwischendurch aussammelt, obwohl wir hier einfach nur stehen. So. Beim nächsten Mal machen wir den Research Table weiter. Komm, die zwei kriegen wir jetzt auch noch hin. Und, gut. So. Heißt also, als nächstes müssen wir ja beim Research Table... Können wir schon mal gucken, was wir brauchen. 10-mal von diesem Pure Ice, glaube ich, ist das. Was ich, glaube ich, hier habe, ne? Das hier, genau. Ne, Dry... Genau, Dry Dirty Ice. Dirty Ice, Dirty Diana. So, heißt also, wir gehen ein wenig auf Wanderschaft. Wird mal hier vorne... Mal so eine Kiste mit Leder und so ein Kram machen und Fett. Weil dann würde ich nämlich hier die ganzen Kisten für Holz benutzen. Bis ungefähr, ich sag mal, hier so hin. Jetzt habe ich das auch wieder eingelagert, aber egal. Weil dann sind die Kisten so ein bisschen für den ganzen anderen Kappes und da Holz. Hier Scrap Metal, da grün. Grün. Da würde ich sagen, die Luzi geht ab. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alles gelootet. Da leuchtet noch was. Moment, wir haben gar nicht alles gelootet. Halt, stopp. Ich sehe da was leuchten. Sind wir unachtsam? Ja. Hä? Wie konnten wir das entgehen? Oder respawnt das? Wäre mega witzig, wenn die ganzen Sachen respawnen. Dann bleibe ich einfach hier. Dann baue ich meinen Zug für immer und ewig aus. Will ich noch irgendwas leuchten? Oh, da hinten ist unser Schatten. Hallo. Nee, okay. Gut. Dann lagere ich das direkt mal ein. Die Kisten werden ja auch so langsam richtig voll. Wir haben quasi 1, 2, die ist auch, ne? Ja, 1, 2, 3, 4, dann 5 Kisten mit Scrap Metal. Haben wir schon genug. Wir werden bestimmt später richtig viel brauchen, glaub mal. So. Choo-choo. Choo-choo, Motherfucker. Here is a well-known parable. A passenger used to stand up at every train station and inspect the view from his window. On his fifth time, the neighbor sitting next to him asked, "What are you looking for? Do you not remember your stop?" "No." "I simply don't know it yet." Not knowing the journey's end is a part of the excitement. So, okay. Why am I telling you this? The world our heroes have embarked upon is very deceptive by its nature. But... they can use the prophecies to shape the world. Why didn't I tell you that before? Well, I am getting old and forgetful. Okay, ja, ich werde auch alt. Ich werde auch vergesslich. Das wird auch bei mir immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ich hoffe nicht, dass das noch schlimmer wird. Manchmal bin ich echt vergesslich. Und das ist auch gar nicht böse oder so. Das ist einfach, irgendwie bin ich nicht bei der Sache dann. Weiß nicht warum. Komm ich da hin? Bitte, 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 bitte. Nein! Ernsthaft? Ich muss den Zug zurückfahren ein bisschen. Komm schon! Andere Richtung. So, ich hoffe, das reicht. Das will ich alles mitnehmen. Scrap Metal, hallo? Das lasse ich mir nicht entgehen. So, jetzt dürfte es aber reichen. Jetzt kommen wir auch dahin, ne? Oder? Ja, so gerade eben. Ja, ich denke, das ist einfach das Rückfahrticket, was es nicht geben wird. Also, das grüne Zeug lasse ich liegen. Dry Ice oder Dirty Ice. Dirty Diana müssen wir sammeln. Können wir nicht vergessen. So, immer dem Zug voraus. Alter! Bruder! Alter! Willst du mich verarschen? Wo ist der? Oh Gott, hab ich mich erschrocken! Wo ist der? Wo ist der? Du Penner! Oh Gott, hab ich mich erschrocken! Komm her, du Feigling! Alter, mach doch nicht sowas! Der ist bestimmt wie die Kleinen, der haut immer ab, wenn er Schüsse hört, oder? Nee, doch nicht. Wo ist er? Da. Gibt's doch gar nicht, ey.
Der ist ein bisschen wie die Kleinen. Ich glaube, sobald Schüsse kommen, haut der ab. Ich mach den alle. Wo ist er? Komm mal her, ich bin hier draußen. Ich bin lebendes Frischfleisch für dich. Komm her. Oh, wie feige der ist, weil da komme ich auch nicht an seine Sachen dran, weißt du? Sondern ob der mal einen Schnitzel hinterlässt. Wo ist der? Oh, warte mal, da ist Holz. Wo ist der? Ich habe ihn aus Augen verloren. Nicht, dass er gleich wieder hier aufschlägt irgendwo. Alter, die Kiste. Muss ich mal reparieren. Ich höre ihn. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ups. Hä, was hat er denn gemacht? Wieso hat er sich so komisch gelehnt? Ernsthaft? Vor allem hat er uns von unserer Weste alles weggeballert. Entschuldigung, mein Kleiner, das wollte ich nicht. Glaubt der stinkig, kann das sein? Gott sei Dank, meine Güte. Da hängt er nun mal ab jetzt. Fett und Leder. Ah, da hängst du ab, wa?